So, dann herzlich willkommen. Ihr wisst, es ist kompliziert und es wird auch nicht unbedingt leichter. Und wir haben eine ganze Menge Probleme, gesellschaftlicher, politischer Probleme, die wir versuchen, für die wir Instrumente suchen, Lösungen suchen. Und wir können uns heute so frei im Netz bewegen wie noch nie. Gleichzeitig hinterlassen wir Datenspuren, die wieder für bestimmte Interessen ganz interessant sein können. Das kann sein, wenn das LKA etwas über Anis Amri rausfinden möchte und eben schauen, wo sind da die Sachen, oder das Bundeskriminalamt bei der Old School Society, kann aber eben auch bei der Verfolgung von Protesten in Hongkong oder in Iran, wo man eben versucht, auch die Kommunikationsinstrumente der Wahl, in dem Fall Telegram, so ein bisschen nachzuvollziehen und eben zu sehen, okay, wie kann ich eigentlich wen identifizieren. Das macht die ganze Sache nicht unbedingt einfacher. Vorstöße, unter anderem aus dem Bundesinnenministerium, zeigen auch immer wieder, die Netzfreiheit ist ein kleines bisschen in Gefahr. Vielleicht oder auch nicht. Vielleicht sind es die Algorithmen genau das, was uns helfen kann, bestimmte Freiheitsräume neu zu erschließen. Und letztlich werden ja auch mit Algorithmen unter anderem, mit künstlicher Intelligenz, mit Erkennen von Mustern, werden ja auch berechtigte Interessen durchgesetzt. Was ja nicht so schlimm ist. Leistungsschutzrechte, Urheberrechte, was berechtigte Interessen sind. Nur, was passiert eigentlich, wenn ich mit dem Roboter mal nicht einer Meinung bin? Wie kann ich gleichzeitig Sicherheit gewährleisten, ohne dass die Netzfreiheit komplett in die Binsen geht? Das wollen wir heute besprechen, hier beim Wikimedianischen Salon, dem ABC des freien Wissens. Das ist eine Reihe, da haben wir uns einmal fast ganz durchs Alphabet gearbeitet. Jetzt sind wir bei T wie Technophilie. Und löst Technik oder ist Technik das Allheilmittel, die Lösung für viele politische Probleme? Das dürfen wir heute diskutieren und da bitte ich euch, sie mit uns ganz herzlich zu begrüßen. Das sind Julia Krüger, Christoph Kappes und natürlich Chris Köver. Herzlich willkommen hier bei uns auf der Bühne. Nö, das passt schon so. So, jetzt viele kennen euch, ich stelle euch unnötigerweise trotzdem nochmal vor. Ansonsten habt ihr auch auf unseren schönen Flyern, habt ihr die Menschen nochmal verzeichnet, wenn ihr nachher direkt eine Frage platzieren möchtet. Julia, du bist unter Phänomen natürlich, bei Twitter auch ganz umtriebig, hast auch schon und schreibst auch weiterhin für Netzpolitik. Du bist Fellow am Center für Internet and Human Rights an der Viadrina in Frankfurt-Oder und deine Spezialgebiete sind Algorithmen, künstliche Intelligenz und Content-Regulierung. Dich hat man auch schon auf verschiedenen Talks gehört und dann auf der Republika. Schön, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Christoph Kappes ist Unternehmer, er ist Publizist. Und wie ich gehört habe, er ist auch Netztheoretiker und er beschäftigt sich unter anderem mit Digitalisierung im Kontext wirtschaftlicher, technischer und gesellschaftlicher Entwicklung. Wenn ihr wissen möchtet, was er heute hier auf dem Podium sagt, nein, er hat schon einen Blogbeitrag über diesen Salon geschrieben, das schon mal ein paar Sachen vorweggenommen, also mindestens eine Person hat ihn schon mal gelesen, mit schönen Zitaten wie Gesetze müssen auch gestaltend wirken. Das wirst du gleich, glaube ich, noch ein bisschen ausführen. Mit einer klaren Forderung, mit einem klaren Appell für mehr Civic Tech. Was das bedeutet, das erfahren wir gleich. Chris Köver als Dritte im Bunde, auch Autorin bei Netzpolitik, ex-Wired Germany oder auch bekannt vom Missy Magazine vielleicht, kümmert sich vor allem um den Themenbereich Technologie und Geschlechterverhältnisse, maschinelles Lernen, aber auch digitale Gewalt und wie sich Technologie im Verhältnis auch mit Minderheitenschutz verträgt und fordert klare Ethikrichtlinien für künstliche Intelligenz. Soweit richtig? Ja. Gut, dann können wir starten. Jetzt habe ich, Julia, bei deinem Talk, ich glaube, das muss auf der Republika gewesen sein, hatte ich gehört, Technik soll dabei helfen, eine komplexer werdende Gesetzgebung zu unterstützen. Was genau hast du dir da vorgestellt? Also ist das, werden die Sachen immer komplizierter und irgendwann rechnen uns die Maschinen die Gesetze aus, die für alle am gerechtesten sind? Also
da gibt es unterschiedliche Modelle. Also du hast vergessen zu erwähnen, also ich habe bis vor kurzem auch im Bundestag gearbeitet und habe da tatsächlich sehr, sehr viele praktische Erfahrungen mit den, sage ich mal, Bugs des politischen Systems gemacht. Um es mal in kurz zu fassen, also ich glaube, wir haben jetzt seit 30 Jahren eine Revolution in der Informationstechnologie mit unglaublich viel mehr und viel komplexer und viel schnelleren Informationen und Kommunikation. Und wir haben halt das Problem, dass das politische System eigentlich so geblieben ist, glaube ich, wie bislang. Also wohl nationalstaatlich organisiert, in den Fraktionen organisiert, in Arbeitsausschüssen organisiert, mit auf einer Basis von E-Mails organisiert, auf einer Basis von Microsoft organisiert. Und aus meiner Perspektive ist es sozusagen nicht in der Lage, die Informationen so zu verarbeiten, wie wir es bräuchten, um die komplexen Probleme in dieser Welt zu lösen. Weil Menschen zu langsam sind. Weil die Art und Weise, wie sozusagen den Menschen die Informationen zugeht und weil die Art und Weise, wie die Menschen die Informationen verarbeiten, im Moment tatsächlich nicht mehr passt. Und nur gibt es, glaube ich, relativ unterschiedliche Konzepte, wie man das beheben kann. Es gibt immer diese komische Vorstellung davon, dass man einfach Gesetze in Code schreibt oder so. Oder dass man sozusagen ganz viele Verwaltungsvorgänge automatisiert. Also dass man sozusagen Maschinen dazu einsetzt, bestimmte menschliche Regelungen schneller durchzusetzen. Und ich glaube, dass es wesentlich interessanter sein könnte, tatsächlich Datenanalyse und Plattformtechnologien dazu einzusetzen, politische Probleme anders zu identifizieren, Lösungen anders zu identifizieren und vor allem auch Informationen für Leute in der Politik anders bereitzustellen. Also ich würde sozusagen gerne die Menschen in der Politik haben, aber technisch ganz anders gestützt. Und Christoph, du hattest jetzt in deinem Blogbeitrag schon geschrieben, dass Gesetze eben nicht nur gemacht werden müssen, auf welche Art auch immer, sondern auch ein Stück weit gestaltend wirken müssen. Was meinst du denn damit genau? Die Überschrift deutet ja ein bisschen auf Eingriff in Bürgerrechte, also Vorratsdatenspeicherung, Uploadfilter etc. Ich weiß gar nicht, in dem Rahmen hier müssen wir das, glaube ich, gar nicht groß, ist, glaube ich, bekannt und das dürfte hier auch jetzt nicht so super kontrovers sein. Haben wir hier einen Verfechter der Pro-Uploadfilter-Fraktion oder eine Verfechterin? Okay, haben wir das schon mal geklärt? Ja, deswegen habe ich auch geschrieben, man müsste vielleicht mal darauf hinweisen, dass Gesetze eben nicht nur klassische Eingriffsgesetzgebung sind, die reguliert, sondern eben auch gestaltenden Charakter haben. Also zum einen, indem sie eingreifen, ändert das natürlich soziale Verhältnisse häufig. Zum anderen auch, indem sie eben im Sinne von Leistungsgesetzgebung Ansprüche geben beispielsweise und manchmal sogar vorausschauend Strukturen schaffen. Also da werden Institutionen geschaffen, da werden subjektive Rechte geschaffen, wie, also nehmen wir mal so ein Beispiel, Drittklagerechte von Umwelthilfen und solchen Themen. Also Politik greift schon so ein bisschen in die Zukunft, denke ich, an einigen Stellen. Aber komischerweise geht es im Digitalen immer in die Eingriffsrichtung. Das ist so mein Eindruck. Obwohl sich vereinzelt schon Projekte dann finden, wo mal hier ein Projekt gefördert wird und da ein Projekt gefördert wird und wo wir uns, glaube ich, beide einig sind. Ich glaube schon, dass man auch im politischen System so eine Art Update vornehmen kann. Das ist aber tatsächlich auch keine ganz leichte Diskussion, weil Partizipation und Verstehen und Konsensbildung oder zumindest auch Dissensbildung einfach Prozesse sind, die Zeit brauchen. Und du hattest ja dann auch ausgeführt, dass es das nicht unbedingt nur über Gesetze stattfinden muss, sondern auch über einerseits Civic Tech und andererseits eben auch politische Gestaltung durch Technik vom Gesetzgeber. Ja, also ich leide eigentlich seit Jahren darunter, dass die netzpolitische Szene auch so ein bisschen polarisiert in eine Open Source und eine Microsoft-Welt sozusagen. Aber für mich ist auch Open Source im weitesten Sinne oder Creative Commons auch eine Grundlage für ganz verschiedene Arten von Verwertung. Und ich würde es für richtig halten, das politisch eben auch aktiv zu fördern und dabei eben auch Strukturen zu schaffen und nicht einfach irgendwo eine 100.000 Euro reinzuschütten. Da habe ich auch vor Jahren mal einen längeren Text drüber geschrieben, dass man mal 1 Milliarde in die Hand nehmen sollte. Heute würde ich sagen, vielleicht sind es eher 10, um einmal ein größeres Programm zu machen, weil es an vielen Stellen, wo wir uns wahrscheinlich einig sind, dass da in der Zivilgesellschaft mehr passieren müsste, beispielsweise soziale Netzwerke. Wie viele LOs und Mastodons haben wir schon erlebt,
dass man da eben auch, wie soll ich sagen, höhere Softwarequalität hat, bessere Prozesse, mit mehr Ressourcen an solchen Projekten arbeiten kann. Und das würde ich auch ausdehnen, auch aus meiner eigenen Erfahrung, auf den gesamten Bereich von softwaretechnologischen Erfordernissen für die Zivilgesellschaft. Ob das nun Funding-Software ist oder Mitgliederverwaltung oder was auch immer, da ist einfach ein riesengroßes Defizit. Wo jetzt schon ganz viel Geld in die Hand genommen wird, ist die Entwicklung von künstlicher Intelligenz auch. Das wird überall auf der Welt, vor allem auch privatwirtschaftlich, sehr stark gefördert. Und da forderst du dann an dieser Stelle auch gewisse Ethikrichtlinien für künstliche Intelligenz. Warum? Ich fordere nicht Ethikrichtlinien, die muss ich auch gar nicht fordern, weil es gibt gerade schon weltweit eine extreme Vielzahl von Ethikrichtlinien. Die allermeisten von denen sind in den vergangenen 2 Jahren veröffentlicht worden. Es gibt so viele, ich hatte dazu gerade auch einen Talk auf dem Camp des Chaos Computer Clubs noch gehalten. Es gibt so viele, dass es inzwischen innerhalb der Wissenschaft quasi eigene Subdisziplinen sich jetzt rausformen von Leuten, die halt nur diese Ethikrichtlinien jetzt erforschen und schauen, wo überschneiden die sich, wo unterscheiden sie sich. Also da gibt es wahnsinnig viele, was ich frage und eben auch in dem Zusammenhang fordere, ist, ob das ausreicht. Weil wenn man sich dann anschaut, in welchem Zusammenhang werden diese Richtlinien publiziert, ist was Julia hat sich damit ja auch sehr viel beschäftigt. Das sind teilweise politische Institutionen oder eben auch Organisationen wie die OECD oder eben die EU-Kommission, die da eine Expertenkommission oder Expertengruppe zu eingesetzt hatte. Aber sehr oft sind es die Unternehmen selbst. Und wenn man sich dann anschaut, welche Ziele dahinter stehen, dann ist es sehr oft so, dass es eher den Eindruck erweckt, dass es darum geht, in einer bestimmten Form, dass es darum geht, der Regulierung einen Schritt vorneweg zu sein, also eher als PR-Strategie schon mal vorab auszustellen, schaut, ihr müsst uns gar nicht regulieren, wir haben uns selbst wirklich intensiv damit auseinandergesetzt, was Algorithmen tun sollten und nicht tun sollten und deswegen ist es eigentlich gar nicht nötig, wir machen das alles schon. Geht doch auch eigentlich viel schneller als so ein Gesetzgebungsprozess, ist doch, also gut, es ist klar, es ist eine Abwehr gegen Gesetze, die da kommen könnten, aber von der Qualität her, das, was da geliefert wird, würdest du sagen, das ist ausreichend oder würdest du sagen, na gut, Mogelpackung? Also wie gesagt, es sind sehr viele und die unterscheiden sich in der Qualität auch arg von, manche sind wirklich einfach nur eine grobe Auflistung von Punkten, irgendwie 4, 5 Punkten zusammengewürfelt. Und dann soll man einmal, hier zum Beispiel der KI-Bundesverband in Deutschland hat eine eigene Ethikrichtlinie gemacht und die wir dann Unternehmen quasi als freiwillige Selbstverpflichtung unterschreiben können, um damit zu sagen, hier schaut, ne, wir haben das auch auf dem Schirm. Das würde ich sagen, reicht überhaupt nicht aus. Dann gibt es tatsächlich Bestrebungen wie hier der globale Ingenieursverband IEEE arbeitet jetzt wirklich seit mehreren Jahren an dem Versuch, da eine Norm zu entwickeln. Da habe ich den Eindruck, das geht dann schon eigentlich sehr ins Detail und das kann tatsächlich eine gute Grundlage bilden, um dann basierend darauf tatsächlich konkrete Gesetzgebung auch zu machen. Aber wo, Chris und Julia, wo soll das dann eigentlich stattfinden? Weil also es ist ja eine gewisse Evolution, die da auch stattfindet und alles, was irgendwie möglich ist im technischen Bereich, das wird vielleicht auch irgendwo auf der Welt entsprechend entwickelt werden. Das heißt, selbst wenn wir die stärksten Regularien, die stärksten Normen hier in der Europäischen Union zum Beispiel durchbringen könnten, würde das eine gewisse problematische Entwicklung aufhalten oder eher nicht? Also, wenn ich jetzt was sagen kann, ich war gestern gerade bei einem ganz interessanten Workshop von der Bertelsmann-Stiftung, Stiftung Neue Verantwortung, so zur Erklärbarkeit von algorithmischen Entscheidungssystemen, so was irgendwie Unternehmen an Informationen geben sollten, was so die Ziele angeht und die Datengrundlage und die Berechnungen und die Fehler und die Quoten und also sozusagen in der Theorie sehr, sehr sinnvollen Maßnahmen. In der Praxis weiß ich tatsächlich echt nicht, wie das umgesetzt werden soll. Einfach weil es fehlen ja sozusagen, Sie haben den Civic-Tech-Bereich gerade genannt, es fehlen ja sozusagen an allen Ecken und Enden irgendwie Entwicklerkapazitäten und Leute, die mit Data Science ordentlich umgehen können und Leute, die sozusagen mit der Software ordentlich umgehen können und wir bräuchten die sozusagen gerade wirklich in der gemeinwohlorientierten KI-Entwicklung.
Und sozusagen noch so ein Schritt dahinter ist irgendwie sozusagen die Erklärbarkeit, wo ganz viele, also Fragezeichen gerade stehen drüber, aber sozusagen auch, also es ist wirklich ein schwieriges Thema, so ähnlich Diskriminierung. Überall steht irgendwie drauf, das soll diskriminierungsfrei sein und die Daten sollen diskriminierungsfrei sein und die Algorithmen sollen diskriminierungsfrei sein und kein Mensch weiß, wie man das diskriminierungsfrei macht. Also weil einfach das ganze Clou an diesem System natürlich auch ist, effektive Unterschiede zu machen. Und ich glaube, man muss halt diesen Diskurs eigentlich anders denken. Nicht so, wollen wir diskriminierungsfreie Algorithmen, sondern welche Vielfalt wollen wir eigentlich in den Systemen haben? Welche Diversität brauchen wir? Welche Quoten brauchen wir eventuell auch? Also ich glaube, viele Probleme müsste man andersrum betrachten. Das sind gerade so nette Label irgendwie. Aber die Umsetzung ist, glaube ich, das Entscheidende. Also woher nimmt man zum Beispiel diskriminierungsfreie Daten, wenn die Grundlage für diese Daten ja nur die Gesellschaft ist, die wir jetzt gerade haben, die nicht diskriminierungsfrei ist? Ja, also wenn ich halt quasi sexistischen, rassistischen Bias eh habe und dann nehme ich diese Daten und trainiere damit einen Algorithmus, wie soll das dann überhaupt funktionieren? Also das sind ja gerade, das ist nur eine von sehr vielen Fragen, die, glaube ich, auch gerade, wo Antworten ausstehen. Aber was ich nochmal sagen wollte, ist, also erstmal grundsätzlich, wir reden hier ja jetzt nicht über Algorithmen, die irgendwie, wenn es jetzt irgendwie darum, also, oder anders, wir reden über Situationen, in denen Algorithmen in Grundrechte, der Einsatz von Algorithmen in Grundrechte einschneidet. Ich finde das immer wichtig, weil ich glaube, niemand hat etwas dagegen einzuwenden, wenn ein Algorithmus irgendwie voraussagt, wann im Werk von Bosch oder so irgendein Teil, irgendeine Maschine verschleißt und ausgewechselt werden muss. Es geht um Situationen, in denen Menschen in elementaren Grundrechten betroffen sind. Und auch da nochmal den Unterschied zu sagen, einerseits Einsatz durch den Einsatz von Algorithmen bei Unternehmen und durch den Einsatz von Algorithmen zu Entscheidungsprozessen beim Staat. Und ich finde das schon gerade, also Unternehmen vielleicht nur ein Beispiel, im Moment ist zum Beispiel weitgehend unreguliert, was zum Beispiel Facebook biometrisch anstellen darf mit den Fotos, die wir auf Facebook hochladen. Ja, irgendwie die werden halt, wie man jetzt weiß, irgendwie werden die Gesichter dazu verwendet, um den Gesichtserkennungsalgorithmus von Facebook zu trainieren. Sollten die das tun dürfen? Und wenn ja, was dürfen sie dann tun mit diesem Algorithmus? Und auf staatlicher Ebene gibt es, also auch da nur ein aktuelles Beispiel aus Österreich, da wird ja jetzt seit kurzem ein Algorithmus eingesetzt, um Arbeitssuchende zu kategorisieren in drei Kategorien und je nachdem, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich es ist, dass man wieder Arbeit findet, bekommt man dann eben mehr oder auch gar keine Förderung. Auch da würde ich mir wünschen, dass wenn sowas zumindest innerhalb der EU eingesetzt wird, ja, dass dieser Algorithmus, dass ich als Bürgerin, die diesen Prozessen dann ausgesetzt ist, zwangsweise auf eine gewisse Art geschützt werde, zum Beispiel für Diskriminierung. Man weiß, dass dieser Algorithmus zum Beispiel Frauen automatisch downgradet, weil sie Frauen sind und Mütter automatisch downgradet, weil sie Mütter sind. Das klingt so ein bisschen wie dieser misslungene Hiring-Algorithmus, den sie bei Amazon nochmal ausprobiert haben. Nee, ist anders, weil bei Amazon war es eine unbeabsichtigte Diskriminierung. Hier ist es so, dass diese Faktoren bewusst quasi schon genauso festgelegt worden sind von den Programmierern. Also die Argumentation ist, naja, es entspricht ja der Realität, dass Frauen, die Mütter sind, schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt haben. Deswegen bildet unser Algorithmus das ab. Ich finde, wenn sowas ist, dann würde ich gerne davor einen rechtlichen Schutz haben. Christoph, ich sehe dich ganz schwer atmen. Ja, weil da kommen einfach so viele Sachen zusammen. Also ich glaube auch, dass es richtig ist zu gucken, nicht einfach, was macht der Algorithmus und wie bewerte ich den oder wie ist der ethisch zu bewerten, sondern was passiert da auf einer politischen Ebene. Deswegen ist die Unterscheidung Eingriff in Grundrechte oder nicht sehr wichtig. Ich denke aber, und da geht immer so viel durcheinander, sowas wie eine KI-Ethik ist eigentlich eine Fachethik, die man sich in einer bestimmten Wissensdomäne eben auch häufig selber gibt. Das ist völlig normal. In der Medizin zum Beispiel, in der Medizinethik ist eben auch eine Fachethik. Da hätte ich keine Bedenken, wenn diejenigen, die das einsetzen, selber auch ethisch sehr bemüht sind. Das heißt natürlich nicht, dass das nicht auch zugleich eine politische Frage ist, wo man in Grenzbereichen sicherlich auch über bestimmte Regulierungen nachdenken muss.
erstens. Zweitens sind die Dinge häufig zweiseitig. Also gerade den Fall der Schweizer, da habe ich den Gründer mal gesprochen, der sehr erfolgreich ist mit der Vermittlung von Arbeitslosen. Da geht es um Langzeitarbeitslose, die eben im Schweizer Markt sozusagen sonst nicht sichtbar und vermittelbar werden. Kann sein, dass der in dieser Richtung diskriminiert, das weiß ich nicht, aber die sind eben sehr stolz darauf, dass sie hier ein bestimmtes, mich hat das total irritiert, dass man da überhaupt KI anwenden kann, dass man da eben eine sehr hohe, verhältnismäßig hohe Vermittlungsquote hat, die ein normales Arbeitsamt zum Beispiel nicht schafft, weil sie mit diesen Datenvolumina nicht umgehen können. Also ist aber das Problem mit dem hohen Datenvolumen und den immer mehr Daten, die wir auch verknüpfbar zur Verfügung haben, um bestimmte Entscheidungsprozesse zu unterstützen, das ist ja quasi Standard. Und jetzt gibt es von Maslow ganz, ganz viele spannende Theorien. Es gibt unter anderem das Law of the Instrument. Also dass wenn ich an eine bestimmte Lösung gewöhnt bin, dann prägt das auch meinen Blick auf jedes neu aufkommende Problem. Oder kurz gesagt, wenn ich einen Hammer habe, sieht dieses Problem aus wie ein Nagel. Und ist das auch in der internationalen Gesetzgebung so ein bisschen nachzuvollziehen, dass man eben auf immer mehr politische und gesellschaftliche Probleme, wie zum Beispiel der Vermittlung von Arbeitslosen, technische Lösungen versucht zu implementieren, um diese gesellschaftlichen Probleme zu lösen? Oder sind das eher so inzidenzielle, sind das eher nur so vereinzelte? Gibt es da eine Tendenz? Das müsste man natürlich sich empirisch mal angucken. Also mein Eindruck ist, dass die Politik eher im reagierenden Bereich ist und manchmal, sagen wir in Anführungszeichen, populistisch schwieriger Begriff, gerne auch mal nach vorne prescht, wovon dann aber auch nicht viel übrig bleibt. Das ist der eine Aspekt. Politik reagiert und sie reagiert immer später, weil immer mehr passiert. Und es wird ja auch inzwischen für Experten kaum noch klar, was da abgeht. Also wenn ich gerade sehe, was Amazon gerade an Einführung von Handerkennung macht als Payment-Verfahren, da weiß ich noch nicht, ob das hier angekommen ist. Also da staunt man schon Bauklötze. Und die Freunde von mir, die in Shenzhen waren und da eben in der Kantine das Essen nur drunter halten und der Rest wird mit biometrischen Verfahren gemacht, das ist schon ziemlich beeindruckend und bestürzend zugleich. Also für die Politik ist das ganz schwer, dahinterher zu kommen. Auf der anderen Seite hat sie natürlich auch ihre Techniken entwickelt, wenn sie mit Eingriffsverfahren arbeitet, dass sie die Sache verschleiert. Das kennen wir von den Upload-Filtern, dass sie im Grunde auch Dritte über gewisse Mechanismen zwingt, wie zum Beispiel Plattformen, bestimmte Technik bereitzuhalten, die zu einem späteren Zeitpunkt auch missbraucht werden kann. Da würde ich schon sagen, auch durch den einen oder anderen Kontakt in die Politik, das passiert nicht zufällig, das passiert schon pushy an bestimmten Stellen. Ja. Ist ja auch ein bisschen zu sehen, also man hat bereits bestimmte Bilderkennungsverfahren, wo man zum Beispiel Pink-Content, also pornografische Inhalte zum Beispiel, relativ gut identifizieren kann auf sozialen Netzwerken. Da sagt man, gut, das haben wir jetzt schon mal und dann kann man diese Bilderkennungsverfahren eben auch im urheberrechtlichen Bereich anwenden. Wenn das funktioniert, naja, dann kann man ja auch mal über Hate Speech nachdenken. Also das ist so ein bisschen das Gefühl, also von unserer Seite zumindest aus, war so ein bisschen da, dass zumindest diese algorithmische Erkennung und diese, also man muss es ja nicht Entscheidungen nennen, weil ja die Entscheidung an einer menschlichen Stelle vielleicht auch fallen kann, aber diese Einordnung, diese Vorsortierung immer stärker auch über solche Regularien versucht wird durchzusetzen. Also bei dem Thema Hate Speech trifft man mir so ein bisschen den Nerv. Also ich verstehe das, es gibt auch viele Betroffene, die wirklich Grund haben, da auch zu klagen. Und ich bin natürlich jemand, der am wenigsten im Netz beschimpft wird wahrscheinlich, oder manchmal auch das, aber dann lache ich. Ich sehe mit Sorge, dass man, hier, das ist wieder der Mittelsmann, dass man Plattformen haften lässt für Dinge, die diese am Ende algorithmisch lösen wollen, weil es um Massenthemen geht und auch nicht verfahrensmäßig, sage ich mal, richtig. Was zum Beispiel bei Facebook passiert oder bei anderen Plattformen, dass sie einfach nach einer Meldung irgendwie jemanden als Account umschalten, sozusagen totlegen, ist aus meiner Sicht so weit entfernt von einem rechtsstaatlichen Verfahren, das transparent ist, das klare Regeln hat, das Beschwerdemöglichkeiten hat, das Beschwerdeinstanzen hat und so weiter, dass es mich total irritiert, dass man auch in der Politik da nicht wirklich mal einen Meter weiterdenkt. Ist das so? Werden wir in 5 Jahren alle nur noch von Robotern regiert online?
Weiß ich nicht, aber dieses Beispiel mit den Upload-Filtern ist halt wirklich ein spannendes, beziehungsweise Sie haben gesagt, Hate Speech, dieses Flagging von Content und das Removing, das haben ja alle großen Plattformen jetzt angefangen, auch automatisierte Systeme zu entwickeln, um irgendwie sowas wie Hate Speech oder Terror-Content oder auch Urheberrechtsverletzungen zu erkennen und zu bekämpfen. Glaube ich, mit sehr, sehr gravierenden Fragestellungen. Also wenn irgendwie im Google-Kontext irgendwie Kommentare nach ihrer Toxizität bewertet werden und eingeordnet werden, Sie sind kein netter Mann, Herr Fiedler, vielleicht einen Toxizitätswert von 8% hat und eine Beschimpfung mit 5 Ausrufezeichen wesentlich schlimmeren. Wenn das sozusagen Maschinen lernen, was sozusagen kein guter Content ist, dann ist es relativ schwierig, glaube ich. Es ist auch unklar, was da rauskommt, wenn man rechten Hate Speech hat und linken Hate Speech und irgendwelchen Hate Speech. Aber es ist in der Hinsicht ein gutes Beispiel, dass sozusagen im Moment die Politik einfach mit dem Hammer, also mit der neuesten Technologie, die alten Probleme löst, als dass sozusagen weiter versucht wird, sozusagen einfach gegen unangenehmen Content vorzugehen und eine Technologieentwicklung jetzt darauf ausgerichtet wird, negativen Content zu erkennen. Ich habe immer so ein bisschen die Entwicklerkapazitäten so im Blick und mir wäre es wesentlich lieber, wenn man eine Technologie darauf ausrichten würde, guten Content zu erkennen und zu pushen. So, ne? Also wenn man dieses Problem mal ganz anders sehen würde, man überlegen würde, okay, wie müssten eigentlich Urheberrechte gestaltet werden, dass Qualitätsartikel durchkommen, dass Qualitätswissen durchkommt, was für Informationen bräuchten wir eigentlich, um gute Politik zu machen, oder auch wie trainieren wir diese Systeme darauf, dass im Prinzip konstruktive Beiträge nach oben kommen und keine Propaganda. Aber damit sind wir an einem kulturellen Punkt, wo man sich auch manchmal an die eigene Nase fassen muss. Entschuldigung, ich habe mir jetzt selbst das Wort genommen. Ich sah ein Nicken irgendwie. Weil ich habe auch mit diversen Bloggern mich schon sehr gezofft deswegen, weil ich sage halt die Argumentation, mein Blog gehört mir, das ist mein Hausrecht, hier kann ich streichen, was ich will. Das finde ich eine interessante Übertragung von Eigentumsrechten sozusagen auf eine öffentliche Sphäre. Mich irritiert das, die Selbstverständlichkeit, mit der da argumentiert wird. Mich irritiert das auch, wenn Journalisten sagen, naja, dann renken wir das eben runter, weil das ist zwar legal, aber irgendwie unanständig. Vielleicht bin ich da irgendwie zu liberal an dem Punkt, aber mir macht das so ein bisschen Sorge. Also das ist eine generelle Tendenz, glaube ich, in der öffentlichen Sphäre, da die Grenzen ein bisschen weiter nach vorne zu rücken. Und ich habe die Befürchtung, dass das in 10, 20 Jahren mal umkippen kann. Ne? Jetzt können wir, wenn wir von 8% Toxizitätslevel für Herrn Fiedler sprechen, dann können wir ja, wenn man das weiterdenkt, kann es ja durchaus passieren, dass bestimmte Akteure, also das hatten wir jetzt auch gerade im Wahlkampf in Sachsen, glaube ich, war das, wo ein grünen Abgeordneter, also sein offizieller Twitter-Account gesperrt wurde und er keine Chance hatte, das irgendwie wieder, obwohl es einen entsprechenden Gerichtsbeschluss gab, etc., das wieder zu reaktivieren. Da eben auch das Problem der Privatisierung von Rechts, also in dem Fall war es ja nicht mal Rechtsdurchsetzung, sondern es wurde einfach gesperrt aufgrund bestimmter Richtlinien. Privatrecht. Genau, Privatrecht. Haben wir da irgendwie eine Chance, dem beizukommen mit bestimmten Normen zum Beispiel, um zu verhindern, dass durch automatisierte Entscheidungsfindungsprozesse oder eben durch private Richtlinien Menschen online quasi mundtot gemacht werden? Also sei es zu Recht oder sei, also was auch immer man als Recht bezeichnen möchte, oder einfach auch, weil der Roboter da was irgendwie schief erkannt hat. Na, ich würde jetzt schon nochmal unterscheiden. Also ich finde, ein Twitter-Account gesperrt zu bekommen, ist jetzt noch nicht mundtot gemacht werden in einer Demokratie. Da gibt es ja, unter anderem sieht man es ja, dass die Leute ja alle auch in der Lage waren, die davon betroffen waren, sind ja in der Regel in der Lage, andere Kanäle zu bedienen und dann darüber zu mobilisieren. Trotzdem ist natürlich eine der Fragen jetzt im Zusammenhang, das steht ja alles im Zusammenhang mit NetzDG, was Twitter ja und andere Plattformen ja überhaupt erst veranlasst, lieber mehr zu sperren und zu löschen als zu wenig und dann nachher womöglich eine Strafe zu bekommen dafür, dass sie nicht schnell und nicht hart genug waren. Und da ist ja eines von sehr vielen Kritikpunkten am NetzDG, das ja auch gerade diskutiert wird und eine Nachbesserung, die gefordert wird, ist, dass es eben so ein Recht auf Wiederherstellung von zu Unrecht gelöschten oder gesperrten Accounts irgendwie auch geben muss. Ja, nicht nur rechtlich verankert werden muss, innerhalb von welcher Frist da bestimmte Inhalte verschwinden sollen von den Plattformen, sondern auch, was
ich als betroffene Person da machen kann, wenn völlig klar ist, dass da jetzt irgendwie mein Account oder mein Post zu Unrecht gesperrt worden ist. Jetzt, bevor ich gleich mich mit dem Mikrofon auf die Suche nach besseren Fragen aus dem Publikum mache, habe ich noch eine eigene. Und zwar an dich, Julia. Was würdest du denn sagen, sind denn so Sachen, die entschieden werden müssen von menschlicher Seite in erster Linie? Und was sind Dinge, die auch algorithmisch, die artifiziell einfach ein Stück weit abgearbeitet werden können? Welche Entscheidungen oder welche Prozesse können wir schon ein Stück weit auslagern? Also, das ist eine ganz spannende Frage. Also ich glaube, grundsätzlich wäre es wünschenswert erstmal, dass man halt nicht über die Automatisierung oder das Auslagern von Entscheidungen nachdenkt, so wie man menschliche Entscheidungen besser stützen kann. Also sozusagen, wenn wir die Möglichkeit haben, tatsächlich durch eine neue Art von Technologieentwicklung ganz viel neues Wissen zu erlangen und ganz viel neues Steuerungsmethoden zu kreieren, dann ist halt die Frage, was wir eigentlich wissen wollen und auch die Frage, was wir steuern wollen. Und das sind so Querschnittsfragen. Es gibt die Vorstellung in der Politik irgendwie vom BMI, irgendwie 80% der Verwaltungsvorgänge zu automatisieren. Da frage ich mich sozusagen, was ist mit den Menschen und was, also sowohl in den Ministerien wie auch unten. Eigentlich wäre es mir wesentlich lieber, wenn ich mit dem BMI-Mitarbeiter, der die KI-Strategie der Bundesregierung bearbeitet hat, mit dem habe ich mal irgendwie telefoniert. Ich hatte mich fürchterlich geärgert, weil sozusagen irgendwie alles nur beim Alten blieb. Also die Sicherheitspolitik sollte jetzt mit KI besser werden und die Pflege sollte mit Robotern besser werden. Und also irgendwie fehlt sozusagen komplett so die Querschnittsfrage. So sind eigentlich Menschen irgendwie das Hauptsicherheitsrisiko der Klimawandel? Oder wollen wir wirklich Roboter für die Pflege haben oder wollen wir nicht lieber Roboter für die Arbeit haben und mehr Zeit für die Pflege oder so? Ne? Also so Querschnittsfrage. Und dann sagte der BMI-Mitarbeiter, ey du, Julia, du hast mit allen deinen Punkten recht, aber ich hatte irgendwie 2x2 Stunden, mir das Ding anzugucken. So überlastet sind die einfach. Und ich glaube, ich würde sozusagen einfach gucken, dass ich gar nicht so viel automatisiere, sondern wirklich sozusagen die Aufgabenbereiche der Menschen stärker stütze. So würde ich das sagen. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich in den Bereichen. Wenn es von eurer Seite Fragen gibt, einfach immer kurz aufzeigen, dann komme ich mit dem Mikrofon direkt zu euch. Vielleicht kann man das so, es war jetzt auch gerade ein sehr schöner Zeitartikel vor ein paar Tagen, der hat halt auch gefragt, so, wartet mal, wenn wir sozusagen Datenanalyse für ganz viele Probleme einsetzen können, wollen wir wirklich die Brautkleider empfehlen, wollen wir wirklich die Social Media empfehlen oder wollen wir nicht mal gucken, wie man irgendwie eine CO2-Reduktion hinkriegen kann, wie man soziale Ungleichheit bekämpfen kann, wie man irgendwie Diskriminierung aufdecken kann, solche Sachen. Ne? Also das wären so ganz spannende neue Ansätze, wo man Datenanalyse eigentlich mehr für die Politik verwenden könnte und nicht gegen den Menschen. Ja, solche Ansätze gibt es ja. Ich meine, das ist seit KI zu beobachten, ist seit 30 Jahren ein schmerzhaftes Hobby bei mir, weil ich mich Ende der 80er in der symbolischen KI verheddert habe auf dem Gebiet der Rechtsinformatik und Verwaltungsautomatisierung. Seitdem beobachte ich das. Also für mich ist KI viel zu stark dominiert von irgendwelchen Singularisten-Visionen. Ich glaube, das ist total down to earth an vielen Punkten. Also Singularität, dass sich eben selbstständiges Bewusstsein entwickelt und dann die ganze Welt übernimmt und dann Terminator. Ja, also das hat einen zum Teil religiösen Charakter aus meiner Sicht. Aber da kann man auch wieder stundenlang drüber streiten. Aber ich glaube, also in vielen Bereichen hat es Sinn, wenn es einfach nur um Ordnung von Informationen geht. Also der ganze Vision-Bereich, wo zum Beispiel Roboter jetzt reife Früchte erkennen können und die automatisch picken oder sowas. Nicht? Solche Fälle gibt es viele. Ich glaube aber, dass das Grundverständnis der Leute immer noch nicht da ist. Ich habe vor die letzten 2 Tage sehr mit den Ohren geschlackert. Ich weiß nicht, ob jemand von der Zeit gesehen hat, die Bundeswörter. Das ist genau ein Verfahren, wo man eben mit einfachsten statistischen Verfahren ohne Reduktion auf Grundwörter, also sogenannte Lemmatisierung, große Datenmengen, Sprachmengen sozusagen statistisch darstellt und die Leute stürzen sich da mit einer Begeisterung drauf, als hätte ein Orakel zu ihnen gesprochen. Dabei ist das in keiner Weise semantisch brauchbar, was da rauskommt. Also symbolische Verarbeitung mit arithmetischen Grundmitteln. Und das irritiert mich total. Leute halten das dann für eine
großartige Visualisierung, aber eigentlich ist es nur Ordnung in einen Raum zu bringen von Informationen, die für einen Einzelnen einfach zu viel sind. Jetzt stehe ich hier ganz hinten und bevor unser erster Frage aus dem Publikum kommt, nochmal ein kleiner Hinweis, es wird natürlich auch aufgezeichnet. Also wenn ihr damit ein Problem habt, dann flüstert mir ins Ohr. Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz was zu den Bundeswörtern sagen. Ja, ich fand das mit den Bundeswörtern eigentlich ganz interessant, weil Sie haben zumindest schon mal gezeigt, worüber so im Parlament geredet wird. Und dann kann man so Anschlussfragen stellen. Aber ich glaube, so ein Problem in der öffentlichen KI-Entwicklung ist halt tatsächlich die Frage, welche Informationen stehen bereit, um überhaupt mal so KI-Technologien trainieren und erproben zu können. Und es war halt leider Gottes ein riesiger Fortschritt, dass diese Dokumente erstmal offen waren, auch wenn ich Ihnen zustimme, dass sozusagen der Erkenntnisgewinn jetzt so semi-toll ist irgendwie. Aber es ist halt ein wahnsinniges Problem, dass die KI-Entwicklung, ich kenne es jetzt aus der Stabi, da auf jahrhundertealten Dokumenten passiert. Und alles, was sozusagen aktuell ist, nur den Unternehmen zur Verfügung steht. Es ist einfach ein unglaubliches Problem, dass wir nicht die Daten haben, um zu gucken, was geht, ja, und auch nicht die Datenmanagement-Kapazitäten haben, die, um das ordentlich zu bewerkstelligen. Aber es passiert ja in der Wissenschaft wie der Computational Social Science, wo man versucht, soziale Strukturen, also soziologische Strukturen mit solchen Datenverfahren sich anzuschauen, das entsteht. Ich gebe zu, auch in den Digital Humanities sieht man da Fortschritte, da werden große Konkordanzen gebaut und sowas, linguistische Analysen, da passieren schon Dinge, aber häufig ist die Sinnhaftigkeit dann doch in Frage. Das ist schön, also sobald sich der Moderator entfernt, tanzen die Mäuse auf den Tisch, aber jetzt kommt noch eine Frage aus dem Publikum. Ja, meine Frage geht so ein bisschen dahin, bei diesen ganzen KI-Diskussionen, egal ob es jetzt Richtung Singularität oder sagen wir mal kleinteiligeren Problemen geht, frage ich mich immer so an irgendeinem Punkt, wozu brauchen wir das eigentlich? Ja, also es ist ja durchaus eine legitime Frage in einer Gesellschaft bei einer neuen Technologie, die Frage nach dem, brauchen wir das eigentlich, zu stellen, wohl wissend, dass die Menschheit bisher so ziemlich alles gemacht hat, was sie machen konnte. Und dieses brauchen wir es eigentlich führt mich dazu, zu dem Gedanken, haben wir uns nicht als Gesellschaft in ein selbstverschuldetes Skalierungsproblem reinmanövriert? Dadurch, dass wir Technologien wie das Internet und die sozialen Medien geschaffen haben, die uns so viele Seiteneffekte einhandeln, dass wir diese KI-Technologien überhaupt brauchen, um die noch irgendwie beherrschen zu können. Also allein die Tatsache, dass theoretisch jeder Mensch mit jedem Menschen, und es sind nun mal 7,6 Milliarden auf diesem Planeten, kommunizieren kann, ist ja ein Skalierungsfaktor, der so viele Größenordnungen über dem ist, was jetzt unsere Großeltern beispielsweise noch tun konnten an Kommunikation, dass es für den normalen Menschen mit den normalen kommunikativen Fähigkeiten überhaupt nicht mehr beherrschbar ist. Und das sind ja meistens die Prozesse, wo man dann irgendwann auf die Idee kommt, eine KI reinzustopfen und zu sagen, die macht das dann irgendwie. Ja? Die soll dann Hate Speech filtern oder Personen erkennen oder mir nur noch die für mich relevanten Dinge Also das sind ja im Endeffekt digitale Heuristiken. Ja? Also die Versuche, uns unsere Kommunikation vorzufiltern, damit wir es überhaupt hinkriegen. Und also die Frage ist, glaube ich, wozu brauchen wir das, ne? Ja, die Frage ist einerseits, wozu brauchen wir das und satteln wir das Problem nicht vielleicht von hinten auf? Also erstmal ist es sozusagen immer eine Sache, man kann technische Entwicklung relativ schwer rückgängig machen. So. Also es ist einfach so. Es gibt ein unglaublich spannendes Buch, ein uraltes, 1986, von Ernst Benninger, The Control Revolution. Und der führt sozusagen die gesamte Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien auf Informationsbedarfe der Märkte zurück. Der sagt, okay, in dem Moment, wo wir sozusagen Postwesen, Züge, Telekommunikation entwickelt haben, waren lokale Märkte gesprengt und nationale und globale möglich. Und sozusagen, solange man nicht die ganze Informationskette kontrollieren kann, hat man einfach Marktversagen. Sozusagen, man braucht im Prinzip diese Technologien heute, um Märkte zu steuern. Und die Frage ist, glaube ich, wie wir sie steuern wollen, wie man zum Beispiel sozusagen eine nachhaltige Wirtschaft hinkriegen könnte. Aber eigentlich sind diese Plattformen ganz, ganz grandiose Instrumente, um dezentral weltweit Märkte gut zu steuern. Und ich denke, wir brauchen sie halt wegen dem Klimawandel draußen, weil wir zu viele Menschen sind. So, und dann gibt es noch einen ganz interessanten Film oder eine ganz interessante Dokumentation. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. We are all watched over by machines of loving grace. Es ist eine sehr tolle Dokumentation über die kybernetische Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg mit sozusagen auch der Idee, dass man sozusagen Systeme entwickelt, dass Menschen keinen
keinen Genozid mehr machen. Also sozusagen, es gibt da auch ein paar ganz gute Ideen drin. Die Frage ist sozusagen so ein bisschen, ob die Plattformen sich so entwickelt haben, wie sie sollten oder nicht. Ja, ich würde da auch anknüpfen. Also ich glaube, ich finde es jetzt eigentlich ganz lustig, dass ich jetzt gerade, auch weil es normalerweise nicht meine Position ist, zur Apologetin von Algorithmen werde, aber ich glaube, es gibt heute schon sehr viele Bereiche, in denen diese Technologien ja wirklich zu Lösungen beitragen, also in der Medizin irgendwie Bilderkennungsverfahren, die Ärztinnen und Ärzte tatsächlich bei der Diagnose, hier Krebsdiagnosen unterstützen können, weil es einfach viel mehr Bilder sind, als selbst ein sehr guter Radiologin oder Onkologin oder so einfach schnell hintereinander angucken könnte. Dort ist es sinnvoll, sowas einzusetzen und dann irgendwie einen Algorithmus zu haben, der bestimmte Sachen, die auffällig sind, einfach flaggt und die Aufmerksamkeit dorthin legt, wird heute schon eingesetzt. Und ich finde auch tatsächlich das Beispiel, um auf das Beispiel mit dem Arbeitsamt zurückzukommen, ich habe auch per se überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn dort auch Algorithmen eingesetzt werden, um vielleicht zu gucken, was ist das individuelle Profil einer bestimmten Person, wie können wir dieser Person die bestmögliche Förderung zukommen lassen, die sie dabei unterstützt, wieder eine bezahlte Arbeit zu finden. Aber das sind ja in der Regel nicht die Ziele. Also im Moment jetzt zum Beispiel in Österreich, in einem konkreten Fall, geht es einfach darum, Ressourcen zu sparen und zu gucken, wie kriegen wir möglichst viele Leute aus der Statistik raus und nehmen das wenige, die begrenzten Mittel, die wir haben, verschwenden quasi keine Mittel auf Leute, die eh keine Chance haben, wieder Arbeit zu finden. So. Also es hat was mit der Zielsetzung zu tun. Und wie setzen wir diese Technologien ein, finde ich. Christoph, du willst auch noch mal ganz kurz noch eine Anmerkung dazu machen, dann haben wir die beiden nächsten Fragen aus dem Publikum. Naja, vielleicht die wichtigste, dass wir nicht so sehr über Technologien reden, sondern über Machtverhältnisse. Darauf kommt es am Ende an. Und da kann man sicherlich verschiedene Meinungen haben. Ich will auch nicht sagen, Technologien sind neutral. Das ist, glaube ich, im Fall von Waffen, kann man diese These nicht aufrechterhalten. Wir haben immer wieder Fälle, wo historisch eine Technologie entwickelt wird und erst später ihren Zweck findet. Beim Radio hat man das erst für militärische Durchsagezwecke gedacht. Es gibt andere Technologien, die hält man seit Jahrzehnten für unbeherrschbar und hat sie trotzdem. Ich glaube, am Ende kommt das darauf an, in wessen Hände kommt das und wie geht das weiter. Und da mache ich mir auch Sorgen. Wir werden immer mehr Datensammlung haben, in ganz anderen Fällen, die wir heute noch gar nicht sehen, also im Bereich verteilte Personentransportsysteme zum Beispiel. In vielen, vielen Bereichen wird das kommen. Und jetzt geht es auch erstmal wieder in die Hände des Publikums. Dann ist die Frage, wer diese Daten nutzt. Für ein Panel, das mit Technophilie bezeichnet worden ist, frage ich mich, ist denn genug über Technophilie gesprochen worden oder vielleicht doch mehr über Technophobie? Ganz konkret, Julia Krüger, die Frage, ob Pflegeroboter oder Sprachassistenten wirklich notwendig sind oder ob man nicht was Sinnvolles haben muss. Ich glaube schon, dass körperlich eingeschränkten Menschen das einen Mehrwert bietet, wenn sie mehr Autonomie durch Technik haben. Also würde ich einfach nochmal als Anstoß reingeben, dass Technik halt auch was Gutes bieten kann, auch wenn es halt zum Beispiel zum Ausgleich von körperlichen Behinderungen oder sowas ist. Letztendlich kann man ja irgendwie bei KI sagen, das ist Hochgeschwindigkeitsstatistik. Das ist sehr vereinfacht, aber darauf läuft es oft hinaus, dass Statistiken mit unermesslichen Datenmengen, die wir früher nicht hatten, sehr schnell durchgeführt werden. Und ich frage mich, haben wir vielleicht nicht die richtige Sprache, um über Statistik zu sprechen? Ist das vielleicht nicht in der Bildung so gut zu sehen? Und würde das nicht vielleicht gesamtgesellschaftlich auch einfach ganz viele Probleme lösen, wenn wir mehr über Statistik wissen würden und wie Statistik funktioniert und wie sie zu interpretieren ist? Wäre das nicht nur für KI und Techniken Vorteil, sondern zum Beispiel auch, um mal über Probleme wie Migration zu reden? Ich glaube einfach, viel zu viele Leute wissen zu wenig über Statistik und wir haben einfach nicht die richtige Sprache. Ist das vielleicht das Problem? Also ist das Problem, kennen wir nicht, wollen wir nicht? Bin ich mir nicht so ganz so sicher. Also ich habe auch 16 SWS-Statistik gehabt, aber die Daten, mit denen damals gearbeitet wurden,
fand ich nicht so besonders spannend. Ich glaube, heute würden unglaublich viele Daten sehr spannend sein, aber wir haben keinen Zugriff, was die Machtfrage sozusagen mit sich bringt. Also sozusagen, es wäre eine sehr, sehr spannende Frage, mal die Masse an Hate Speech mit ökonomischen oder ökologischen Daten mal zu aggregieren, mal zu gucken, was da rumkommt. Irgendwie, es wäre sehr, sehr spannend irgendwie, also es gibt, glaube ich, viele Datenbestände, die spannend wären, und es wäre eine ganz interessante Frage, was für Daten brauchen wir eigentlich, um die Fragen stellen zu können, gesellschaftlich, die hier relevant sind. Und ich glaube, diese Daten sind oft nicht verfügbar oder nicht in einer aufbereiteten Form. Wir haben sozusagen dieses unglaubliche Problem der Umsetzung der Open-Data-Gesetze, also dass wir theoretisch sozusagen an die ganzen Staatsdaten kommen, aber praktisch stehen sie auf jeden Fall nicht so bereit, dass man sie verarbeiten kann. Es gibt, glaube ich, sehr wenige Leute, die mit ordentlich umgehen können. Und genau, ich glaube, hier ist sozusagen eine massive Investition gefragt. Und diese Investition geht, glaube ich, nicht nur, also nicht nur, dass man den Leuten Ausbildungschancen gibt, sondern dass man halt auch sozusagen dafür sorgt, dass sie irgendwie finanziell abgesichert sind. Du hast hier gerade das Arbeitsamt gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das Problem des Arbeitsamts ist, zumindest Leute zu vermitteln oder nicht sozusagen hauptsächlich mit Sanktionen beschäftigt zu sein. Man könnte, glaube ich, das ganze System sehr vereinfachen, indem man den Leuten einfach ein bisschen Geld gibt, damit sie sich weiterbilden können und dann sozusagen mal guckt, was man mit den Daten macht. So. Jetzt habe ich noch zwei Fragen im Publikum gesehen, die ich gerne beide stellen lassen würde. Ein Satz gerne zur Antwort auf die Frage und dann zwei Fragen aus dem Publikum und die gesammelte Antwort. Also direkte Antwort. Ich bin Technik positiv gegenüber eingestimmt, aber Philie im Sinne einer emotionalen Liebe ist es nicht. Es ist eher die Vorstellung, dass Technik zum Menschen dazugehört und das im Grunde auch eine Einheit bildet. Also wenn ich den Hammer nehme und die Bewegung, dann gehört das zusammen. Ich noch einen Satz zum Thema Statistik. Mein Eindruck ist, dass es gar nicht so wichtig ist, dass Leute wirklich Statistik, Grundkurs, also das wirklich statistisches, tiefes statistisches Verständnis zu haben. Was ich aber wichtig finde und weswegen ich diesen Begriff künstliche Intelligenz auch nicht nützlich und eigentlich eher störend finde, ist einmal zu verstehen, was das eigentlich ist, worüber wir da sprechen, nämlich dass es eben Algorithmen sind, die Daten aus der Vergangenheit analysieren, um darüber Prognosen für die Zukunft zu treffen. Und dass es aber wirklich nur Prognosen sind auf der Basis von Vergangenheit, das verstehen, glaube ich, viele Leute nicht. Ja, und ich glaube, künstliche Intelligenz erweckt auch eher falschen Eindruck in dem Zusammenhang. Ja, ich will eigentlich nur eine Anmerkung machen. Ich tue gar nicht so, als würde ich eine Frage stellen. Und zwar glaube ich, was sehr viel, viel wichtiger ist, dass man viel mehr interdisziplinär arbeitet. Also wir haben viel davon gesprochen, wir brauchen bessere Statistik oder mehr Data Scientists. Aber wenn ich an meine Kommilitonen denke, die in Zukunft Software herstellen werden, schüttle ich immer als Sozialwissenschaftler hart mit dem Kopf, weil die Vorstellung, wie man da mit Daten umgeht, nochmal was sehr anderes ist. Und wir haben eben gesprochen, was ist denn Diskriminierung? Was sind denn Formen von Sexismen, von Rassismen? Was wird denn da eigentlich geflaggt und wie? Das ist ein sehr komplexes Verfahren, in dem man nicht nur statistisch arbeiten kann, sondern wo man sich sehr qualitativ mit auseinandersetzen muss, was haben wir denn da für Probleme? Und ich glaube, eher brauchen wir die Sozialwissenschaftler bei den Technikern, mit den Technikern zusammen, um solche Probleme anzulösen, als zu sagen, jetzt haben wir alle Statistik super gut verstanden und jetzt lösen wir damit die Gesellschaft. Sondern es braucht dieses Zusammenarbeiten von unterschiedlichen Leuten, um da halt auch Sachen zu produzieren, die diesen Problemen gerecht werden. Also auch den Sozialwissenschaftlern geht in Zukunft die Arbeit nicht aus. Da war noch eine weitere Frage. Ich wollte dieses Thema Statistik und das, was Sie gerade gesagt haben, nochmal unterstreichen. Ich denke, es müsste in der Öffentlichkeit viel stärker das bewusst gemacht werden, dass mit diesem Thema KI und mit den statistischen Methoden auf der einen Seite sehr stark richtig oder falsch oder Wahrheit oder Nicht-Wahrheit oder was ist angemessen oder was ist nicht angemessen, durch statistische Ergebnisse ersetzt wird. Und auf der anderen Seite, dass künstliche Intelligenz im Grunde genommen eine hochentwickelte Weiterentwicklung von statistischen Methoden ist und dadurch Normierung, Modellierung, Einschränkung im Menschenbild letztlich mittransportiert wird und ich denke, in der Öffentlichkeit ganz stark darauf geachtet werden muss, dass das nicht uns die Eigenständigkeit, Kreativität, selbstständiges Denken, Unabhängigkeit im Denken etc. nimmt. Das bedeutet nicht, dass ich genauso, wie Sie es eben gesagt haben, Christoph, technikfeindlich bin. Ja? Denn die
technischen Apparate oder Devices, wie man heute so schön sagt, nutzen ja genau das, was Statistik möglich macht oder beziehungsweise führen diese statistischen Methoden durch. Ja? Und das, was mir in erster Linie, wie gesagt, eben schon noch einmal Sorgen macht, ist, dass unsere Urteile über richtig oder falsch oder über gut oder schlecht, ja, also statistisch durch Statistiken ersetzt werden, nicht mehr durch intellektuelle oder rationale oder kognitive Abwägungen von Für und Wider. Spannend. Danke. So, dann würde ich. Ja. Klasse, dann hat sich das. Nö, auch wieder nicht. Macht nichts, machen wir das. Gut, wir kommen jetzt auch schon zum Ende unserer Runde. Es gibt hier keine Anschlussveranstaltung direkt um diese Uhrzeit, aber unser Panel steht natürlich auch nachher noch für Einzelfragen zur Verfügung. Dann würde ich das denn, also einerseits diesen Impuls gern mit in die Abschlussrunde geben und eben nochmal fragen, also wir haben jetzt ziemlich viel gehört über Technophilie, was für Probleme alle angegangen werden könnten mit Algorithmen, was denn die Probleme bei künstlichen Entscheidungsprozessen sein können und warum es weiter Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler braucht. Aber was würdet ihr euch denn im Anbetracht unserer Diskussion, in Anbetracht dessen, was wir hier gerade miteinander ausgetauscht haben, was würdet ihr euch vom Gesetzgeber, von Gesetzgebenden ein Stück weit wünschen? Wenn ich einen Satz aus dieser Diskussion mitnehmen soll von dir, Christoph, einfach mal beginnt. Welcher wäre das? Ja, wenn ich da eine Antwort hätte. Ich glaube, am Ende kommt es darauf an, das ist die Machtfrage, wie macht man das politische System robuster? Und da sind wir eigentlich noch auf dem Stand von 1949 ungefähr. Und ich mache mir Sorgen, dass, wenn man sich so Orban und andere Kollegen anguckt, dass das nicht so lange dauert, bis die Festung fällt. Da müsste man, glaube ich, sich mehr Gedanken drüber machen. Und das steht leider in direktem Widerspruch zu Partizipations- und Transparenzerwägungen. Also was ich mir wünschen würde, ist, glaube ich, einerseits so eine Art von Taskforce, die sozusagen mal so interdisziplinär die Frage stellt, okay, wofür wollen wir die eigentlich, die Technologien, und welche Fragen haben wir, was wollen wir steuern, was brauchen wir dafür? Ich wünsche mir tatsächlich vom Gesetzgeber einen größeren Datenzugang zu vielen Dingen und Investitionen in gutes Datenmanagement. Ich wünsche mir eine neue Urheberrechtsreform. Ich wünsche mir ein Grundeinkommen, damit sozusagen der Wandel möglichst schnell und möglichst Netzwerk, also möglichst schnell geht. Und was wünsche ich mir noch? Jetzt, lass alles raus. Und ich wünsche mir auf jeden Fall vom Gesetzgeber, dass wir sozusagen die vielen Milliarden nicht mehr in die Sicherheitspolitik stecken und da die ganzen Entwicklerkapazitäten versemmeln, sondern einfach mal sozusagen in die Bereiche, wo wir sie wirklich brauchen, in die Verwaltung, die Schulen, in die Krankenhäuser, wo auch immer. Ich schließe mich Julia an und wollte sonst nur noch darauf verweisen, dass ja gerade im Justizministerium ein Gremium sich mit genau dieser Frage, wie regulieren, beschäftigt hat, seit einem Jahr, glaube ich, Datenethikkommission, und gerade die Arbeit abgeschlossen hat diese Woche. Und am 23. Oktober werden die Empfehlungen der Kommission vorgestellt. Also alle, die sich für diese Frage interessieren, vielleicht da mal einen Blick reinwerfen, weil da werden jetzt die konkreten Empfehlungen drinstehen. Das heißt noch nicht, dass das alles zu Gesetzen wird, aber es ist trotzdem erstmal ein Schritt in diese Richtung. So, die Probleme haben wir abschließend nicht lösen können. Ein paar hilfreiche Leitlinien mit dem Gesetzgeber an die Hand geben. Ich danke euch allen, dass ihr da wart. Mein Name ist Bernd Fiedler von Wikimedia Deutschland. Ich danke euch, dass ihr hier mit uns so eifrig diskutiert habt, und bitte euch nochmal einen herzlichen Applaus für unser Panel hier vorne.